Doch in anderen Augenblicken packte ihn wieder der Schmerz. Er stellte sich Odette als Maitresse vor Schwyls vor. Und wie sie damals, als die beiden ihn im Bois von der Rückbank des Landauers der Verdurins aus am Vorabend des Festes in Chatou, zu dem er nicht eingeladen war, einsam und geschlagen seinen Heimweg hatten antreten sehen, nachdem er sie mit einer Verzweiflung, die sogar seinem Kutscher aufgefallen war, angefleht hatte, mit ihm zurückzufahren, vor Schwyl mit den gleichen glitzernden, spöttischen, herablassenden und tückischen Blicken, wie an jenem Abend, an dem dieser Saniette von den Verdurins fortgejagt hatte, auf ihn hingewiesen und dazu gesagt haben dürfte, huch, das hat ihn aber in Rage gebracht. Dann verabscheute Swann sie. Aber ich bin ja auch selbst schuld, sagte er zu sich. Ich finanziere mit meinem Geld das Vergnügen der anderen. Sie sollte aber besser aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannt, denn ich könnte ihr sehr leicht auch gar nichts mehr geben. Auf jeden Fall sollten wir vorübergehend von zusätzlichen Liebesgaben Abstand nehmen. Ach, wenn ich nur daran denke, dass ich erst gestern noch, als sie sagte, sie habe Lust, an den Festwochen in Bayreuth teilzunehmen, so dumm war, ihr vorzuschlagen, eines der hübschen kleinen Schlösser des Königs von Bayern für uns in der Umgegend zu mieten. Und obendrein war sie davon ja noch nicht einmal begeistert. Sie hat weder Ja noch Nein gesagt. Wollen bloß hoffen, dass sie ablehnt. Herrgott nochmal, 2 Wochen lang mit ihr Wagner anhören, die das so viel interessiert wie eine Kuh das Stricken. Na, viel Spaß. Und da sein Hass wie seine Liebe sich Ausdruck verschaffen und sich betätigen wollte, gefiel er sich darin, seine bösartigen Vorstellungen weiter und weiter zu treiben, weil er, dank der Gemeinheiten, die er Odette unterstellte, diese noch besser verachten konnte. Und so auch, falls sich das, was er sich auszumalen suchte, als wahr erweisen sollte, Grund hätte, sie zu strafen und seinen anschwellenden Zorn an ihr zu befriedigen. Er ging so weit anzunehmen, dass er einen Brief von ihr bekommen würde, in dem sie ihn um Geld bittet, um dieses Schloss in der Nähe von Bayreuth zu mieten und ihn zugleich wissen lässt, dass er nicht mitkommen könne, weil sie vor Schwyl und den Verdurins versprochen habe, sie einzuladen. Ah, das käme ihm nur recht, wenn sie diese Unverschämtheit besäße. Welche Freude wäre es, das abzulehnen, die schneidende Antwort abzufassen, für die er schon schwelgerisch Begriffe wählte und laut aussprach, als habe er jenen Brief tatsächlich erhalten. Nun, dieser traf noch am folgenden Tage ein. Sie schrieb ihm, dass die Verdurins und deren Freunde den Wunsch zum Ausdruck gebracht hätten, bei jenen Wagner-Aufführungen anwesend zu sein und dass sie, wenn er so gut sein wolle, ihr das Geld zu schicken, endlich, nachdem sie selbst schon so oft bei ihnen zu Gast gewesen sei, das Vergnügen haben könnte, sie auch ihrerseits einmal einzuladen. Von ihm schrieb sie kein Wort. Es verstand sich von selbst, dass deren Anwesenheit seine eigene ausschloss. Nun also hatte er die Genugtuung, ihr jene vernichtende Antwort, für die er am vorigen Abend jedes Wort festgelegt hatte, ohne zu hoffen zu wagen, sie könnte ihm je von Nutzen sein, zustellen zu lassen. Ach, er ahnte schon, dass sie mit dem Geld, das sie besaß oder leicht auftreiben konnte, sich auch so in Bayreuth würde einmieten können, da sie Lust danach hatte. Sie, die nicht einmal in der Lage war, Bach von Clapisson zu unterscheiden. Aber sie würde sich dennoch einschränken müssen. Wenn er ihr dieses Mal nicht ein paar tausend Franc-Scheine zukommen ließe, so wäre auch kein Gedanke daran, jeden Abend in einem Schloss eines dieser feinen Essen nach dem Theater zu organisieren, nach denen sie es sich womöglich noch einfallen lassen würde, was sie ja bisher vielleicht noch nicht getan hatte, sich in die Arme vor Schwyls sinken zu lassen. Aber zumindest wäre nicht er es, Swann, der diese vermaledeite Reise bezahlen würde. Ach, wenn er sie nur verhindern könnte, wenn sie sich den Fuß vor der Abreise verstauchen würde, wenn der Kutscher des Wagens, der sie zum Bahnhof bringen sollte, bereit wäre, sie, egal um welchen Preis, zu einem Ort zu fahren, wo sie einige Zeit in völliger Abgeschlossenheit zubringen müsste. Diese heimtückische Frau mit dem Komplizenlächeln für vor Schwyl in ihren angemalten Augen, die Odette für Swann seit 48 Stunden war. Aber sie blieb es niemals für sehr lange. Nach einigen Tagen verlor ihr schimmernder und hinterlistiger Blick seinen Glanz und seine Falschheit. Das Bild einer abscheulichen Odette, die zu Frau Schwyl sagte, das hat ihn aber in Rage gebracht,
begann zu verblassen, zu verlöschen. Dagegen erschien und erhob sich nach und nach wieder in weichem Glanz das Gesicht der anderen Odette, jener, die auch Forcheville ein Lächeln schenkte, aber ein Lächeln, in dem Zärtlichkeit nur für Swann lag, wenn sie sagte: »Aber bleiben Sie nicht lange, denn dieser Herr hier sieht es nicht gern, dass ich noch Besuche habe, wenn er bei mir sein möchte. Ach, wenn Sie diesen Menschen nur auch so gut kennen würden wie ich!« Das gleiche Lächeln, mit dem sie Swann für einen Beweis seines Zartgefühls dankte, das sie so schätzte, für einen Rat, um den sie ihn in einer jener schwierigen Lagen gebeten hatte, in denen sie zu niemandem Vertrauen hatte, außer zu ihm. Nun fragte er sich, wie er dieser Odette diesen empörenden Brief hatte schreiben können, den sie ihm bis dahin vermutlich nie zugetraut hätte und der ihn von dem erhöhten, ausgezeichneten Rang hinuntergestoßen haben dürfte, den er sich durch seine Güte und seine Treue in ihrer Wertschätzung erobert hatte. Er musste ihr jetzt weniger teuer sein, denn es war ja um jener Qualitäten willen, die sie weder bei Forcheville noch bei irgendeinem anderen fand, dass sie ihn liebte. Ihretwegen legte Odette so oft eine Liebenswürdigkeit an den Tag, die ihm zwar in den Augenblicken, in denen er eifersüchtig war, nichts galt, weil sie nicht von Verlangen geprägt war, sondern eher Zuneigung, denn Liebe bewies, deren Bedeutung er jedoch in dem Maße wieder zu würdigen lernte, in dem sein Argwohn ganz von selbst nachzulassen begann. Oft auch unterstützt durch die Ablenkungen, die ihm kunstgeschichtliche Lektüre oder das Gespräch mit einem Freund verschafften und die seine Leidenschaft weniger auf Erwiderung dringen ließen. Nach diesem Hin und Her war Odette wieder ganz selbstverständlich auf jenen Platz zurückgekehrt, von dem Swanns Eifersucht sie für kurze Zeit verstoßen hatte. Unter jenem Blickwinkel, in dem er sie bezaubernd fand, stellte er sie sich voller Zärtlichkeit vor. Mit einem Blick der Einwilligung, so hübsch auch, dass er es sich nicht verkneifen konnte, sich ihr mit den Lippen zu nähern, als ob sie da wäre und er sie umarmen könnte. Und er war ihr für diesen betörenden und herzensguten Blick ebenso dankbar, als hätte sie ihn ihm wirklich geschenkt und als wäre es nicht nur seine Vorstellung, die ihn ihm ausmalte, um seinem Verlangen Befriedigung zu verschaffen. Welchen Kummer musste er ihr bereitet haben? Gewiss, er fand unabweisbare Gründe für seinen Groll gegen sie, aber diese hätten nicht genügt, ihn so empfinden zu lassen, wenn er sie nicht noch immer geliebt hätte. Hatte er nicht ähnlich ernsthafte Klagen gegen andere Frauen vorzubringen gehabt, denen er trotzdem noch heute bereitwillig jede Gefälligkeit erwiesen hätte, gegen die er keinen Groll hegte, weil er sie nicht mehr liebte? Falls jemals der Tag kommen sollte, an dem er sich Odette gegenüber in dem gleichen Zustand der Gleichgültigkeit befände, würde er einsehen müssen, dass einzig seine Eifersucht etwas Abscheuliches und Unverzeihliches in diesem im Grunde doch so natürlichen Wunsch, der zum Teil einem kindlichen Gemüt, zum Teil aber auch einer Feinfühligkeit der Seele entsprungen war, hatte finden lassen, auch ihrerseits, sobald sich eine Gelegenheit bieten würde, den Verdurins gefällig sein und die Hausherrin spielen zu können. Er kehrte wieder zu jenem Blickwinkel zurück, dem seiner Liebe und seiner Eifersucht entgegengesetzten, den er zuweilen aus einer Art intellektueller Redlichkeit einnahm und, um den verschiedenen Möglichkeiten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, unter dem er Odette zu beurteilen versuchte, als ob er sie nie geliebt hätte, als ob sie eine Frau wie jede andere für ihn wäre, als ob das Leben Odettes, sobald er nicht da war, nicht ein ganz anderes wäre, hinter seinem Rücken gewoben, wider ihn gesponnen. Wozu denn annehmen, dass sie da unten mit Forcheville oder anderen berauschende Freuden genießen würde, die sie mit ihm nicht erfahren hatte und die einzig seine Eifersucht sich einfallen ließ? In Bayreuth wie in Paris würde Forcheville, wenn er an ihn dachte, an ihn nur als jemanden denken können, der im Leben Odette seine große Rolle spielte und hinter dem er zurücktreten musste, wenn sie sich bei ihr begegneten. Wenn Forcheville und Odette triumphierten, dass sie gegen seinen Willen dort waren, so war er es gewesen, der ihnen zu dem Triumph verholfen hatte, indem er vergeblich versucht hatte, sie daran zu hindern, dorthin zu fahren, während es ihr, wenn er ihr im Übrigen durchaus vertretbares Vorhaben unterstützt hätte, so vorgekommen wäre, als sei sie dort auf seinen Rat hin. Sie hätte das Gefühl gehabt, er habe sie hingeschickt und für ihre Unterbringung gesorgt.
Und für das Vergnügen, das es ihr bedeutet hätte, diese Leute zu empfangen, die sie so oft empfangen hatten, wäre sie ihm, Swann, überaus verbunden gewesen. Wenn er ihr also, statt sie im Streit mit ihm abreisen zu lassen, ohne sie wiederzusehen, dieses Geld schickte, sie zu dieser Reise ermunterte und sich darum kümmerte, dass sie möglichst angenehm verlief, dann würde sie glücklich und dankbar zurückkehren und er würde eine Freude daran haben, sie zu sehen, wie er sie seit fast einer Woche schon nicht mehr genossen hatte. So begann er wieder nach dem gleichen Umwandlungsverfahren seines Leidens, mit dem er aus seiner Liebe seine Eifersucht erzeugt hatte, Zärtlichkeit und Mitleid für Odette hervorzubringen. Sie war wieder die bezaubernde und gute Odette geworden. Er machte sich Vorwürfe, hart zu ihr gewesen zu sein. Er wünschte sich, dass sie zu ihm käme, doch zuvor wollte er ihr eine kleine Freude machen, um sehen zu können, wie Dankbarkeit ihr Gesicht bestimmte und ihr Lächeln formte. Swann hatte sicherlich kein unmittelbares Bewusstsein von dem Ausmaß dieser Liebe. Wenn er sie zu ermessen suchte, kam er manchmal zu dem Ergebnis, dass sie nachzulassen scheine, fast schon verschwunden sei. Beispielsweise kehrte an manchen Tagen die geringe Neigung, ja fast schon Abneigung zurück, die ihm, bevor er Odette liebte, ihre scharfen Züge und ihre fahle Gesichtsfarbe eingeflößt hatten. Ja, es gibt wirklich merkliche Fortschritte, sagte er sich am nächsten Tag. Genau besehen hatte ich gestern in ihrem Bett so gut wie gar kein Vergnügen. Merkwürdig, ich fand sie geradezu hässlich. Und gewiss, er war aufrichtig damit, aber seine Liebe erstreckte sich weit über die Regionen des körperlichen Verlangens hinaus. Odettes Person selbst nahm darin keinen großen Raum mehr ein. Wenn sein Blick auf Odettes Fotografie auf dem Tisch fiel oder wenn sie ihn besuchte, hatte er Mühe, in diesem Gesicht aus Fleisch oder Fotokarton den Grund der fortwährenden schmerzhaften Unruhe, die in seinem Innern wohnte, zu erkennen. Er sagte sich schon fast erstaunt, das also ist sie. Wie wenn man plötzlich eine unserer Krankheiten aus uns herauslöste und vor uns hinstellte und wir sie dem gar nicht ähnlich fänden, woran wir leiden. Sie. Er versuchte sich zu fragen, was das sei. Denn die Gemeinsamkeit zwischen der Liebe und dem Tod besteht, weit mehr als die verschwommenen Ähnlichkeiten, die man gemeinhin anführt, darin, dass sie uns zwingen, dem Geheimnis der Persönlichkeit immer weiter nachzugehen, in der Angst, ihre Wirklichkeit könnte sich uns entziehen. Und diese Krankheit, die Swanns Liebe war, hatte sich derart ausgebreitet, hatte sich so innig mit allen Gewohnheiten Swanns vermengt, mit allen seinen Handlungen, seinen Gedanken, seiner Gesundheit, seinem Schlaf, seinem Leben, sogar mit dem, was er sich für die Zeit nach seinem Tode wünschte. Sie war so gänzlich eins mit ihm geworden, dass man sie nicht mehr von ihm hätte trennen können, ohne ihn selbst fast gänzlich zu zerstören. Seine Liebe war, wie man es in der Chirurgie ausdrückt, nicht mehr operabel.